ein Fall für die Gerichte. Erst gestern wurde der Betreiber von KinoTO in Deutschland zu einer 4,5-jährigen Haftstrafe verurteilt. Heute hat die ZIB2 erfahren, dass auch in Österreich ermittelt wird. Und zwar gegen jene Personen, die auf KinoTO für die Werbung verantwortlich waren. Mehrere Millionen Euro haben sie über Pop-up-Fenster oder Banner eingenommen. Denn genau deshalb werden die Raubkopierportale überhaupt betrieben, um Millionen mit teils sehr fragwürdiger Werbung zu machen. Ein Bericht von Christian Jentsch. Je fragwürdiger ein Online-Portal, umso bunter die Mischung von Werbebannern, die man wegklicken muss, die immer wieder aufpoppen oder lästig den Blick auf das Wesentliche verstellen. Rund um KinoTO muss die Werbung besonders schön geblüht haben. Mehrere Millionen Euro sind vermutlich eingenommen worden und das Mastermind dahinter sitzt irgendwo in Wien. Es ist so, dass wir schon sehr früh aus der Szene Informationen bekommen haben mit Vermutungen einer Verbindung, einer Beziehung zu österreichischen Mittätern. Im Zuge der deutschen Ermittlungen hat sich dann doch herausgestellt, dass es da eine heiße Spur gibt, der wir jetzt nachgehen. Die geschaltete Werbung waren zumeist Abzockerseiten, Werbung für Online-Gambling, Pornoseiten oder vermeintliche Virensoftware, die sich dann oft als Schadsoftware herausgestellt hat. Millionen Kunden haben zugegriffen. KinoTO war das beliebteste Filmportal im deutschsprachigen Raum. Die Anbieter dieser Produkte, das heißt Betreiber zum Beispiel von Pornoseiten, zahlen viel Geld dafür, dass möglichst viele User diese Werbung zu Gesicht bekommen und damit einfach ihren eigenen Umsatz erhöhen. Wer genau die Werbung für KinoTO von Österreich aus betrieben hat, wollten uns die ermittelnden Rechtsanwälte heute nicht preisgeben. Die Staatsanwaltschaft ist nicht involviert, weil Urheberrechtsverletzungen kein Offizialdelikt sind. In Deutschland hingegen ist der Betreiber von KinoTO bereits zu 4,5 Jahren Haft verurteilt worden. In Österreich wird es frühestens im Herbst zu einer Anklage kommen.